Okay, Markart. Weißlauf, Windhelm. Rifton Helgen. Wohin wollte ich? Nach Falkenring, oder? Ich muss mal kurz absteigen, um diese Schilder zu lesen. Okay, ich glaube, ich nehme einfach mal die Route nach Helgen. Falkenring ist noch nicht mal eingezeichnet auf dieser Karte. Das ist super. Scheint mir aber richtig zu sein, hier lang zu reiten. Mal sehen, was uns diesmal überfällt. So. Ja, jetzt sind wir richtig. Sollen wir mal der Jagdgesellschaft beitreten, wenn wir schon mal hier sind? Das würde heißen, an der nächsten Kreuzung quasi rechts rein. Ob ich das finde? Ist das hier schon? Nein. Ah, Rotwadon. So, jetzt komme ich mir fast so vor, als wäre ich schon dran vorbei. Bin ich auch. Aber seht hier irgendwo einen Weg abseits der Wege? Nicht so wirklich, hier vielleicht. Zaubertrank entbehren? Waldere. Hallo. Ich würde ja gerne, das Problem ist nur... Bitte, könnt ihr vielleicht einen Zaubertrank entbehren? Ich bin gleich wieder da, ja? Vielleicht ist der Typ auch einfach verbuggt. Dann bringt es nicht viel. Stufe 25 schon, wow. Wann ist das denn passiert? Bitte, ich glaube nicht, dass ich es allein schaffe. Kynarit sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Wer bist du denn? Ich heiße Valda. Ich gehe von Falkenring aus auf die Jagd. Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Hm. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Was denn? Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Naja, vielleicht habe ich einen Trank übrig. Oder warte mal, ich kenne einen Zauber, der hilft. Ach, naja, Trank. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Hm. Hier. Da hast du einen. Du hast gesagt, du brauchst nicht viel. Viel besser, danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Mach hin, ich werd nass. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Sei nicht albern, ich mach das mit Inigo. Ihr würdet wirklich euer Leben für die Ehre eines Fremden riskieren? Nein, das ist einfach nur Arbeit. Fehlen mir die Worte. Danke, mein Freund. Ich warte hier. Leben riskieren. Von wo kommt der eigentlich? Wir haben gerade eine Wolfskönigin erledigt, beziehungsweise die Überreste von ihr vernichtet. Wenn man es genau nimmt, habe ich einfach nur ein Skelett den Kopf abgeschlagen, was jetzt eigentlich gar nicht so ruhmreich klingt, wie es vielleicht sein sollte. Egal.
Bereit, Inigo? Das wird bestimmt lustig. Zweiglinge, vielleicht sollte ich mir mein Feuer zurechtlegen. Guck mal, wie sie dort hinten im Dunkeln glühen. Ari. Guck mal, wir haben die Leiche der Frau gefunden. So ein Pech, die Zweitlinge haben sie bereits ausgeraubt. Ob das irgendwie komisch auf ihm wirkt, wenn wir die hier ohne Klamotten rausbringen? Gibt es irgendjemanden, den ich sowas anziehen könnte? Ach, ich nehme es einfach mal mit. Dann wird da draußen etwas entdingst sein, etwas entrückt, aber das hat das Problem, wenn man... Oh. Der ist schon tot. Und der ist recht riesig, wenn ich den mal mit mir vergleiche. Ein schöner Schall. Verdammt. Verdammt, wo ist er? Der Story ist finished. Das war ja krass. Der hätte nur einen Schlag gebraucht, aber ihn zu treffen war ganz schön ätzend. Ah, Gold. Und ein Trank der Ausdauer. Ein paar Pilze. Dir geht's noch gut, Inigo? Sorry für den Schlag, aber du warst gerade irgendwie ein bisschen im Weg. Das hast du ja öfters mal drauf. Okay, wir haben hier... Wow! Nee. Vielleicht noch ein zweiter Zweigling, aber ansonsten... Wieder eine dieser Höhlen, in denen ganze Wälder drin sind, oder? Schon geil. So, beschlagene Rüstung, hölzerne Keule, Nordmet und Stahlbarren. Nils. Was passiert, wenn man den ganzen Tag aber nur Blödsinn redet, Nils? Merkt ihr das? Ich finde das hier gerade geil mit dem Gewitter und allem drum und dran. Interessant, diese Gesichter. Gibt es die auch in weiblich? Oh, nichts hinterm Wasserfall, schade. Ja. Bisschen neidisch. Guck mal, hier liegt einer. Egal, nehme ich einfach mal mit, was der so bei sich hat. So nass bin ich sowieso, wenn ich mir mal das Wetter hier angucke. Pilze. So, kommt hier noch ein Bär? Nein, Zweiglingsmatrone! Wo auch immer der Unterschied sein mag. Sie scheint stärker zu sein, wenn ich mir mal so meine Gesundheit ansehe. Kehre zu Waldere zurück. Oh, hier liegt ja Essenz des Verteidigers. Ich bin nass, na toll. Jetzt haben wir's. Jetzt bin ich nass. So, mal kurz die Kamera etwas nach unten positionieren und jetzt kann ich... Yay!
Jetzt kann ich cool aussehen. Genau so. So, weiter geht's. Beziehungsweise zurück war in die Richtung. Da sagt man noch einen, es passiert nichts, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Alles auf Standard, würde ich fast sagen. Ja, wir sollten Ari mitnehmen. Geht nicht, ich sehe schon. Most decent people are warm in their beds right now. What a luck that we are not the decent people, my friend. Schlimm, ich kann kein Englisch mehr sprechen, ohne in seinen Dialektakzent sonst was abzurutschen. Ich nenne es improvisiertes Khajiit. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan, wenn man so will. Dem scheint so. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Gehabet euch wohl. So, was hat er uns denn da in die Hand gedrückt für eine komische Waffe? Muss man ja erstmal eine Gegend checken. Ein Glücksdolch, der, naja, hat offenbar mehr sentimentalen Wert als alles andere. Aber so wie die Dame aussah, habe ich jetzt auch nichts Exquisites erwartet. So, Hauptsache, ich komme jetzt hier wieder auf den Weg, wenn ich einfach mal so gegen die Wand reite. Da ist er ja, der Weg. Reite ich den Weg auch in die richtige Richtung? Ja. Eine Mühle liegt voraus und dann sind wir fast bei der dunklen Bruderschaft. Wir können ein bisschen damit angeben, dass wir ein paar Aufträge erledigt haben. Wir waren ja nur 80 Tage weg oder so. Die Halbmondmühle. Ich erinnere mich. War die hier schon, ja? Ich hätte gedacht, die ist weiter weg. Mehr so in Richtung Flusswald. Geht gerade gar nicht mehr mit dem Reiten. Also allgemein sich hier rumbewegen geht gerade gar nicht mehr. Aber wir sind ja gleich da. Ja, mit gleich heißt noch ein bisschen weitergehen. Erinnert mich an diesen einen Tag, wo wir die Bruderschaft gefunden haben. Sich glücklicherweise einer unserer Gegner direkt dorthin geflüchtet hat. Zur Zuflucht. Wir gar nicht lange suchen mussten, weil sie sich direkt vor uns ergab. Okay, die nächste Straße also rechts. Während ein roter Mond am Himmel steht. So, rechts hatte ich gesagt, ne? Kam jetzt der Vorschlag auf, hier raus einen Film zu schneiden, aber ich muss sagen, dass das wird nichts. Dazu gibt es viel zu viel Material, was viel zu wenig zusammenhängt und es ist einfach nur ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist nicht unmöglich, aber es würde so anstrengend sein, dass das... Nee, das lohnt sich nicht. Das muss jetzt natürlich sein. Ein paar Penner, die mich direkt vor meine Haustür angreifen. Kultisten! Scheiße, ich dachte, ich habe irgendwas Brauchbares ausgewählt. Sowas wie unerbittliche Macht.
Was, werde ich nicht? Dich töten? Tut mir leid, habe ich schon geschafft. Knoblauch, Knoblauch. Ernsthaft, das ist gerade fast unspielbar. Inigo, ich hoffe, du schaffst diesen einen dummen Kultisten da noch. Also die Kultistin in diesem Fall. So, jetzt bin ich nass. Das ist irgendein Hügelgrab oder sowas. Gucke ich mir noch kurz an, dann gehe ich zur Bruderschaft. Rain makes the landscape look mysterious. Problem ist, dass Regen auch dieses verdammte Ding hier komplett einbrechen lässt gerade. Jetzt müsste nur noch der Slenderman kommen. Freund und tritt ein. Requiescat in pace.